Ein Mann kam zum Propheten Sassam, ebenfalls von Anas ibn Malik überliefert, wie es bei Tirmizi überliefert wird. Und er fragte nach der Stunde. Und der Prophet Sassam antwortete ihm erst einmal nicht. Und dann, nachdem er dann mit seinem Gespräch fertig war, fragte er nach diesem Mann, Aina Sa'il Ani Sa'a, wo ist der Mann, der gerade sozusagen nach der Stunde gefragt hat. Er fragte, Mittag Sa'a, wann ist die Stunde? Ja? Und wo sozusagen, wo ist derjenige, der gefragt hat? Dann meinte der Mann, ich, o Gesandter Allahs. Und dann sagte der Prophet, وَمَا عَدَدْتَ لَهَا, was hast du für sie vorbereitet, Allah? Schau mal, ja, wie viel ja, Erziehung allein in dieser Frage liegt. Ist doch völlig egal, wann die Stunde ist. Es kommt darauf an, was du vorbereitet hast. Ob du vorbereitet bist auf die Stunde. Das ist das, worauf es ankommt. Diese ganzen Fragen, wann, was ist und weiß ich nicht, wann könnte die Qiyama sein, wann könnte ich sterben. Das ist doch völlig wurscht. Wichtig ist, dass du immer vorbereitet bist, in jedem Moment. Wir sind keine Theoretiker, wir sind Praktiker als Muslime. Und dann sagte der Mann, jetzt hört gut zu. Ja, Rasulallah, ma a'dattu laha kathira salatin wala sawmin. Ich habe gar nicht so viel gefastet, gar nicht so viel gebetet. Also er hat natürlich seine Pflichtgebete gemacht, aber nicht irgendwie jetzt besonders in der Nacht gebetet, keine Ahnung, Montag, Donnerstag gefastet. Das hat er gar nicht gemacht. Das Einzige, was er gemacht hat, ist illa anni uhibbu Allah wa rasulah. Das Einzige ist, ich liebe Allah und seinen Gesandten. Ich liebe Allah und seinen Gesandten. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam antwortete, Al-mar'u ma'a man ahab wa anta ma'a man ahbabt. Der Mensch ist mit demjenigen zusammen, den er liebt, und du bist mit demjenigen zusammen, den du liebst. Also mit Allah und seinem Gesandten. Und die Sahaba haben sich über nichts mehr gefreut, als über diesen Satz des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Al-mar'u ma'a man ahab. Der Mensch ist mit demjenigen zusammen, den er liebt. Und jetzt stellt sich eine ganz wichtige Frage, weshalb wir uns auch heute genau damit beschäftigen. Wie soll ich jemanden lieben, mit dem ich mich überhaupt nicht beschäftigt habe? Funktioniert das? Nein. Das heißt, ich behaupte, jemanden zu lieben, oh, der Gesandte Allahs. Aber ich weiß eigentlich gar nichts über ihn. Ich weiß weder, wann er geboren wurde, noch weiß ich, wie er wirklich gelebt hat, wie viele Jahre er gelebt hat. Ja, was ist überhaupt der Mehrwert unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen? Ich habe noch nie mir ein Buch durchgelesen oder mal einen Vortrag angehört über das Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Obwohl ich mich tagtäglich mit anderen Dingen, mit anderen Biografien, mit anderen Vorträgen von irgendwelchen Menschen beschäftige. Aber über den Propheten sallallahu alaihi wasallam weiß ich eigentlich so gut wie gar nichts. Wie kann ich denn behaupten, dass ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam wirklich liebe? Und deshalb ist es so wichtig, von so großer Bedeutung, dass wir uns immer wieder an die Ereignisse erinnern in der islamischen Geschichte. Und wie gesagt, ja, eines der wichtigsten Ereignisse überhaupt ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam geboren wurde. Und wo er geboren wurde und was er eigentlich bewirkt hat. Alleine, wenn ich mich nur mit der Kindheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam beschäftige, werde ich meinen Iman um 180 Grad, um 180 Grad, oder meinen Iman wirklich um 100% steigern können. Warum? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt selbst, dass als seine Mutter mit ihm schwanger war, seine Mutter Amina bint Wahb, da hatte sie einen Traum gehabt. Und was hat sie in diesem Traum gesehen? Was hat sie in diesem Traum gesehen? Das ist eine authentische Überlieferung. Was hat sie in diesem Traum gesehen, seine Mutter? Sie hat ein Licht gesehen, welches aus ihrem Körper tritt und welches Ascham, das heißt Syrien, erhellt hat. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist ein Licht gewesen. Und das muss mir erst einmal klar sein.
Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, ohne ihn würde ich in der Dunkelheit stehen. Ohne ihn hätte ich einfach mein Leben gelebt und hätte gar nicht gewusst, warum ich lebe. Hätte einfach vor mir hergelebt, hätte Allah subhanahu wa ta'ala nicht richtig gekannt. Hätte vielleicht irgendeinen Glauben angehangen. Der Paradox ist in sich, der mich nicht zu Allah führt, der mich von Allah subhanahu wa ta'ala wegführt. Das heißt, mir muss klar sein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist eine unglaubliche Bereicherung für mein Leben gewesen. Ja, die größte Bereicherung überhaupt. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass die Sahabe, radhiyallahu alaihim, unseren geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam regelrecht auf ihren Händen trugen. Warum? Sie haben den Unterschied gesehen. Sie haben gesehen, wie es vorher war und wie es durch ihn geworden ist. Und dementsprechend waren sie bereit gewesen, alles für unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam zu tun. Und jede Sekunde und jede Minute, welche sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam verbringen konnten, war für sie mehr wert gewesen als die ganze Dunya, was in ihr ist. Und übertrieben, das ist nicht übertrieben. So war es wirklich gewesen. Das ist diese Liebe. Urwa ibn Mas'ud, er war zu diesem Zeitpunkt kein Muslim gewesen. Bei dem Abkommen von Al-Hudaybiyah wird er geschickt als Abgesandter der Quraysh, um zu verhandeln mit den Muslimen. Er geht zu den Muslimen, kehrt zurück. Aber er kehrt mit einem anderen Gesicht zurück. Er ist völlig, ja, man kann sagen, er ist völlig verwirrt. Völlig verwirrt. Und er sagte dann nur zu den Quraysh, als er wieder zurückkehrte, Wallahi, ich war schon oft auf Reise gewesen. Ich habe Könige besucht. Ja, ich habe Herrscher besucht. Und ich habe gesehen, wie die Leute sich um ihre Herrscher kümmern, ja, und wie sie bedienen. Aber bei Allah, ich habe noch nie Menschen gesehen, welche einen Menschen lieben, so wie die Gefährten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lieben. Und dann sagte er, sie haben ihn so respektiert, dass sie nicht einmal ihre Augen mit ihm füllen konnten. Das heißt, ihm direkt in die Augen schauen konnten. Wenn er Wudu gemacht hat, dann haben sie sich beinahe bekämpft, nur damit sie an das Wasser kommen, was von seiner Hand herunterfließt. Wenn er etwas gesagt hat und etwas gefordert hat, dann haben sie versucht, sich gegenseitig zu übertreffen, um als Erster das ausführen zu können. Wenn er sie von etwas abgehalten hat, dann haben sie sich davon entfernt und distanziert. Das ist diese Liebe gewesen. Diese unglaubliche Liebe, warum? Weil sie kannten den Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie wussten, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen alles gebracht hat. Aber es geht noch weiter. Wenn wir uns mit der Geburt des Propheten sallallahu alaihi wasallam beschäftigen, dann gibt es ein ganz wichtiges Ereignis, ein Schlüsselereignis im Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er noch ein kleiner Junge war, und zwar bei seiner Stillamme Halima. Sein Vater ist ja gestorben. Und er ist jetzt bei seiner Stille am Halima, As-Sa'diyya. Sie hat 2 Jahre die Ehre gehabt, den kleinen Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu stillen. Und Allah hat ihr Baraka gegeben. Und dann kam sie nach 2 Jahren zurück, um sozusagen Muhammad wieder zurückzugeben. Ja, aber hat dann ihre Mutter überredet, dass sie ihn noch ein wenig mitgibt, hat ihr Angst gemacht, dass er krank werden könnte durch die Epidemien und Krankheiten, die es in Mekka gibt, weil Mekka halt eine Handelsmetropole ist und viele Menschen von außerhalb kommen und sich Krankheiten verbreiten können. Und dann meinte sie, okay, nimm ihn wieder mit. Und dann nahm sie ihn mit, aber wenige Wochen später kam sie wieder mit Muhammad. Und die Mutter wunderte sich, sagte, du wolltest ihn doch haben unbedingt, jetzt hast du ihn wieder zurückgebracht, nach so kurzer Zeit. Ja, ja, es hat sich nur ein bisschen was gemeint. Sie, bitte, bitte sag mir die Wahrheit, was ist geschehen? Und dann meinte sie, es kamen 2 Männer zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sie haben ihn genommen, auf den Boden gelegt, seine Brust geöffnet, sein Herz herausgenommen, in eine Schüssel gelegt, mit Schnee oder mit Semsem gewaschen, sein Herz wieder hineingelegt, ein Stück von seinem Herzen genommen, gesagt, das ist der Anteil des Satans von dir, sein Herz wieder in seine Brust gelegt. Und dann kam er
Und die Leute, die Jungs kamen zu mir gerannt, sie hat es ja nicht selbst gesehen. Sagt nur, die Jungs kamen zu mir gerannt und haben gesagt, Mohammed ist tot, Mohammed ist tot. Kennt ihr euch auch schon, so kleine Kinder, ja? Ja, Mohammed ist tot, Mohammed ist tot. Und sie wusste gar nicht, was sie tun soll. Ja, stell dir das mal vor, du bist verantwortlich für so einen kleinen Jungen. Und dann kam er aber er war völlig blass gewesen in seinem Gesicht. Und deswegen habe ich ihn zurück. Und er meinte, Halil, mach dir keine Sorgen. Ja, als ich mit ihm schwanger war, hat sie dann erzählt, habe ich ein Licht gesehen, ja, was aus mir herausströmt, ja, und die Schlösser sozusagen von Ascham erhält oder Ascham erhält hat. Ja, mach dir überhaupt keine Sorgen. Mein Sohn ist etwas Besonderes.